warum wird es kein Monster Hunter World G geben? Also vorerst. Es wird auf jeden Fall nicht als Update kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt Late-Game-Content, sodass man seine Waffen und Rüstungen über das Maximum verbessern kann, was dann zu Komplikationen führen würde, wenn man jetzt die Stammbäume der Waffen weiterentwickeln würde. Sozusagen, man kann ja Stufe 6, 7 und 8 Waffen nochmal weiter verbessern, auf Affinität oder Angriff, und dass wir die einfach verbessern können und diese ganzen Stromsteine und die ganzen Juwele, die wir dafür verwendet haben, wieder verschwinden. Dass dieser Affinitätsboost von 10% komplett weg ist. Warum soll ich die ganze Zeit gehärtete Monster farmen, nur um so einen Stein für meine Waffe zu bekommen, wenn es dann bei G eh wieder weggemacht wird? Denn wenn meine Waffe jetzt weitergehen würde, wäre ja dieser komplette Upgrade verschwunden. Zum anderen hat Capcom gesagt, dass sie das Spiel nur ein Jahr supporten werden. Und bis jetzt hat kein Monster Hunter unter einem Jahr ein G-Rank bekommen. Und sie haben selber gemeint, dass sie sich erstmal auf den PC-Release konzentrieren wollen. Und auch noch was mit Capcom zu tun hat, sie lieben es, Spiele öfters zu releasen. Schauen wir doch einmal die Street Fighter an. Davon gibt es ja 10.000 Versionen immer. Street Fighter 4 Ultimate Definitive Edition of Doom. Außerdem weiß Capcom, dass es ein bisschen wenig Content ist. Sie haben auch zum Beispiel kein einziges Monster der vierten Generation eingebaut. Das liegt daran, dass Monster Hunter World 4 Jahre in der Produktion war und die vierte Generation zeitgleich programmiert wurde. Und jetzt müssten sie halt alle von der vierten Generation erstmal auf die Engine bringen. Und das braucht halt seine Zeit, weil 3DS ist ein extrem kompliziertes System zu programmieren. Darüber beschweren sich die meisten Unternehmen, dass es halt zu kompliziert ist, hin und her zu programmieren. Ich denke auch, dass es keinen Monster Hunter mehr auf Nintendo-Konsolen geben wird. Höchstens Spin-offs wie dieses Monster Hunter Stories und Diary und Co. Aber die Hauptlinie, die ganzen Generationen, die werden jetzt höchstwahrscheinlich nur noch auf der Current Gen sein. Wie viele neue Monster werden denn bis zum Ende des Supports dazukommen? Ich schätze, in einem Jahr wird das Spiel 5 neue Monster haben. Viel mehr werden sie da nicht hinzufügen. Die meisten haben sich ja auch schon beschwert, dass es keine Schneelandschaft gibt, kein Eisbiom. Die G-Version wird meines Erachtens erst im Frühjahr 2020 kommen, da sie jetzt erstmal sich ein Jahr lang auf Monster Hunter World konzentrieren und danach nochmal ein Jahr brauchen, um die G-Version hinzuzufügen. Denn Monster Hunter World hat ja 4 Jahre in Produktion gebraucht, deswegen sind auch keine vierte Generation Monster drin. So, das war jetzt auch alles Meckern auf hohem Niveau. Wenn ihr wissen wollt, welche Monster ich gerne dabei haben wollen würde oder welche ich denke, dass dazu kommen, habe ich Videos dazu gemacht. Und ich habe noch ein Video dazu gemacht, was ich nicht an Monster Hunter World mag. Da das Spiel nicht ganz so perfekt ist, wie ich mir vorgestellt habe, habe ich auch eine Liste gemacht mit Sachen, die mir nicht gefallen. Und viele andere Videos findet ihr noch auf meinem Kanal. Viel Spaß. Tschüssi. Tschüssi. So richtig männlich. Tschüssi.